Naja, erstmal sollte man vielleicht anfangen mit nicht denken, sondern einfach machen. Das ist einfach so. Also wenn man drüber nachdenkt, ist das Ding gleich durch. Und dann, wenn man das geschafft hat, dann kommt irgendwas, das gibt ein bisschen Farbe in dein Leben und plötzlich ist deine ganze Welt bunt. Moin, ich bin Lucien und das ist mein Autogrammtablett. So. Ja, meine kleine Garage. Da ist eigentlich alles drin, was ich brauche, ne? Also hier habe ich natürlich total aufgeräumt. Alles, was ich so fürs Gärtnern brauche, so Haken, Schaufeln. Axt ist da auch irgendwo mit drin. Ja, das ist so ein bisschen mein Brenner, damit ich hier solche Arbeiten halt machen kann, ne? Dieses ganze Angeflimmte. Oh, das ist hier meine Duschstange. Die liegt hier drin. Da habe ich die Halterung auch noch nicht gemacht. Die kommt hier zwischen. Und da habe ich eine 40-Liter-Dusche. So ein Sack. Super. Macht Spaß. Schön kalt das Ganze. So, hier ist mein total aufgeräumtes Chaos. Das ist halt alles, was ich brauche an Schrauben und ja, Winkel und ach, alles Mögliche. Was man halt so braucht zum Basteln, ne? Denn ich helfe zwischendurch auch mal irgendwelchen anderen Leuten, ihre Vans auszubauen mittlerweile. So ein bisschen Elektrowerkzeug. Hier ist alles, was ein Holzwurm braucht. Ja, das hätte ich auch mal aufräumen können, aber gut. Ja. So sieht das aus. ja, hier ist so, ja, das sind so unfertige Sachen. Das mache ich halt, wenn mir langweilig ist oder wenn es draußen regnet. Und dann mache ich das vielleicht auch mal irgendwann fertig. Ich habe so das Talent, viele Sachen immer anzufangen. Dann will ich immer alles machen und man sieht ja, wo es endet. Naja, es ist Gott sei Dank nur bei meinen Sachen so. Ja, hier Staubsauger, ganz wichtig. Also ohne Staubsauger läuft nämlich gar nichts. Ich habe so einen kleinen Tick, dass ich zwischendurch mal sehr oft staubsaugen muss. Also eigentlich fast täglich. Das war schon in der Wohnung so, das war schon eine Katastrophe. Meine Nachbarn haben das gehasst. Ich bin morgens aufgestanden und das Erste, was ich mache, wenn der Kaffee durchläuft, ist saugen. Super. Um 6 Uhr freut das auf jeden Fall. Oh, hier habe ich was ganz Tolles. Den habe ich natürlich auch noch nicht fertig. Er wird aber noch fertig. Das ist ein kleines Modell von dem Auto, das ich gerne gehabt hätte. Ich hätte gerne einen großen Sprinter gehabt, von, ich glaube, knapp 7 Meter hat der gehabt. War aber leider eine Schrottkiste. Ja. Bin ich immer mit dem Rucksack durch die Gegend gezogen. Also in die Alpen, bin von Mülheim bei uns in Westfalen zur Zugspitze gelaufen. Das sind so knapp 600, 700 Kilometer oder so. Da ist es mir auch irgendwann abends im Kopf geschossen. Ich müsste jetzt raus. Also habe ich die Sachen gepackt und bin dann gelaufen, ne? Und das Geile war, ich hatte ein bisschen Geld auf dem Konto, gar keine Frage. Aber ich hatte 95 Cent in der Tasche. Und ich bin zurückgekommen mit 95 Cent in der Tasche und ich war nicht einmal am Konto. Mega cool. Also egal, wo ich lang gelaufen bin, die Leute fanden das entweder faszinierend oder völlig bescheuert, was ich da gerade mache. Ich bin, wurde eingeladen, kannst du bei uns im Garten zelten so, oder kannst hier auf der Weide zelten oder dann in Berchtesgaden war ganz geil. Da ist dann jemand gekommen, weil ich bin echt einen Schlenker gelaufen, ne? Und da ist jemand gekommen so und der ist mitten in der Nacht, weil es wurde echt kalt und dann hat der eine kleine Heizung gebracht und Tee gebracht und solche Geschichten, ne? Also das war, ich weiß nicht, die hatten da Spaß dran, ne? Und ich habe eigentlich nie was wirklich ausgegeben, ich habe immer alles so. Ja, ich bin einfach so durchgekommen. Und ja, das habe ich halt die ganze Zeit gemacht. Und dann im Februar ist mir irgendwann mal langweilig gewesen und habe dann bei YouTube geguckt und habe dann die Prinzessin von Inzkipinski getroffen bei YouTube. Und fand die so geil und fand diesen Wagen auch total geil. Und dass man das überhaupt, dass das überhaupt funktioniert, dass es Menschen gibt, die in ihren Autos wohnen. Das war ja für mich, da habe ich total hinterm Berg gelebt irgendwie. Ich habe das, kannte ich nicht. Und da habe ich mir gedacht, ey geil, das ist eigentlich das, was du brauchst, weil mich hält es eigentlich nie irgendwo. Seitdem ich 16 bin, ziehe ich 3, 4 Mal im Jahr um.
Mein Bett, ja, das hat eine Länge von 1,63 und eine Breite von 1,24 irgendwie so. Ja, wie schlafe ich da drin? Ich schlafe da drin quer. Da werde ich mal ganz komisch angeguckt, so, aber das hat mir dann so viel Platz geschenkt. Weil wenn ich nämlich das Ding hier so reingebaut hätte, wäre echt scheiße gewesen. Also. Ja, und ich schlafe da super drin. Ich kann mich ausstrecken. Ist Platz für mich, das reicht auf jeden Fall. Ja, für Gäste habe ich ein Gästebett. Ein Gästezimmer, ein kleines Zelt, da können die ja drin schlafen. Das ist perfekt. Ja, hier ist mein Kleiderschrank. Wenn es dunkel ist, sieht man auch, dass da Licht drin ist. Das ist, ja. Im Dunkeln sieht das sowieso einfach noch viel stylischer aus, das Ganze. Da stehe ich auch so ein bisschen drauf. Da habe ich so halt meine ganzen, alles was ich brauche, ne? Ich habe halt viel auch weggeschmissen. Oder verschenkt oder wie auch immer. Ja, da vorne ist so Unterwäsche drin. T-Shirts und ja, solche Sachen. Ich gucke einen Film immer, jeden Abend den gleichen. Ne? Ich denke, wie weit heißt der? Kennst du den? Ich liebe es. Absolute Burner. Und den gucke ich jeden Abend alle Folgen. Also das sind ja, glaube ich, 28 Teile irgendwie so zusammengepackt. Und ich gucke die jeden Abend und gehe schlafen. Ja. Also für den Van habe ich genau 2.900 Euro bezahlt. Für das Material hier drinne, wenn es hochkommt, 100 Euro. Weil alles, was hier so verbaut ist, das war mal meine Küche. Also ich habe auch meine Küche in der Wohnung selber gebaut und sowas. Also das habe ich immer eigentlich gemacht, dass ich mir meine Möbel so weit wie möglich selber gemacht habe. Also habe ich das alles wieder abgebaut und habe das dann halt einfach hier in den Van reingepackt. Und ja, die Deckenverkleidung, die habe ich gekauft und mein Kleiderschrank, weil das halt ein bisschen leichter war, so, das habe ich dann halt auch noch gekauft. Das waren keine 100 Euro, wie gesagt. Alles andere waren Geschenke von meinen Nachbarn, die hatten noch irgendwelche nagelneuen, schönen Platten, so Birke und Buche da rumliegen. Und habe ich das genommen? Oder Palettenholz für den Boden. Ich habe immer Paletten gesammelt, weil ich alles Mögliche aus Paletten gemacht habe. So meine Terrassenmöbel, das waren alles Paletten. Und ja, das hat mich also nichts gekostet. Meine Küche. Hier habe ich halt so ein bisschen mein Kaffeepott und also meinen löslichen Kaffee und meine Pfeife. Ich rauche sehr gerne Pfeife. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn, also dieser, das riecht nach Honig immer, wenn du die rauchst. Das ist super. Ja, hier habe ich einen Spirituskocher drin. Der ist schon ein bisschen älter, aber der ist super. Also ich komme damit super klar. Manche sagen, ah, das dauert immer ewig, bis das Wasser kocht. Das stimmt überhaupt nicht. Also außerdem haben wir Zeit, ne? Ohne Ende. Wir sind alle nicht auf der Flucht. Von daher reicht das. Hier ist so ein bisschen, boah, ja, muss man ein bisschen mehr ziehen. So Besteck drinne und oh ja, Gläser habe ich da irgendwie auch noch drin verstaut. Alles, was ich halt so zum Kochen brauche auch. Messer. Da unten habe ich meine Töpfe. Ich benutze aber immer nur dieses Emaille-Moped hier. Na, das machen wir wieder raus. Das ist meine Pfand. Den benutze ich eigentlich immer nur, der ist schon alt. Man sieht das auch. Manche Sachen gehen dann auch einfach nicht mehr weg. Aber der ist total toll. Mit dem kannst du alles machen. Deshalb nehme ich eigentlich nur den. Wasser, Essen, alles. Ja. Dann habe ich, was habe ich da? Das sind meine Brezeln. Das ist, habe ich frisch, hier habe ich Frischwasser drin. So Trinkwasser halt oder zum Spülen oder solche Geschichten. Da muss ich mir aber noch was anderes überlegen. Da weiß ich auch noch nicht. Vielleicht stelle ich den weiter nach hinten, dass ich dann das, den Wasserhahn damit auch betreiben kann. Was sagt denn der TÜV zu deiner Küchenkonstruktion? Der TÜV weiß das noch nicht. Der TÜV war nämlich vorher da, bevor irgendwas an dem Wagen passiert ist. Ich bin gespannt, was in 2 Jahren passiert, ja. Aber bis dahin werde ich keine Pferdescheu machen und werde den TÜV schön in Ruhe lassen. Nee, ich habe keine Ahnung. Also die Polizei ist an mir schon ein paar Mal vorbeigefahren, auch langsam, und hat auch geguckt, wo ich schon echt ins Schwitzen gekommen bin. Das ist halt noch die Frage, ne? Weil halt einfach kein Sitz da ist, sondern so eine Holzkonstruktion. Ich bin Gärtner. Eigentlich mache ich so mit Bäumchen und Blümchen solche Geschichten. Oder halt Gartengestaltungen mache ich auch ganz gerne. Habe ich jetzt auch ein paar schöne Sachen gemacht. So. Nee, aber das ist, ich liebe das. Holz ist, das ist lebendig. Das ist ein geiles Material. Du kannst alles damit machen. Man kann sowieso eigentlich immer alles machen. Man muss nur wollen. So. Das ist, geht nicht, gibt's nicht. Absolut nicht. Das liegt immer an einem selber, was man hinkriegt oder nicht. Jeder kann das machen.
Jeder, der nicht zwei linke Hände hat oder sich die Hände abhackt mit irgendeinem Werkzeug, jeder kann das machen. Ja. Und wer es nicht kann, so, der kann mich anrufen. Ich helfe dir. Gar keine Frage. Ja, und dann zeige ich dir das und dann kannst du das ja irgendwann auch selber. Das ist so meine Frühstücksecke. Da ist, ja, wenn es draußen regnet oder so, dann kann ich halt hier drinnen essen. Ne? Ich esse auch, wenn es nicht regnet, hier drinnen. Also ich sitze hier eigentlich sehr gerne, weil das ist, ich mag das. Hier drunter habe ich Stauraum noch ohne Ende. Da kommen die Stiele durch von meinem Stielwerkzeug und da ist mein Wanderzeug drin, Zelt, Wanderschuhe, Stöcke, diverse andere Sachen, Bastelsachen zum Beispiel noch. Dann haben wir, da muss ich natürlich auch noch irgendwie ein Band runter machen. Hier habe ich alles Mögliche an Stauraum. Hier ist auch noch mal so ein bisschen Bastelkram, das ist natürlich auch noch nicht fertig. Soll auch irgendwann mal leuchten. Ja, und Bettwäsche und ja, solche Geschichten. Ah, Kekse und so liegen da auch irgendwo mit drin. Ich hatte halt keinen Platz mehr. Also die Sache mit dem Minimalismus habe ich, ich habe behauptet, ich hätte das voll verstanden. Und ich kriege das voll hin, aber das ist voll nach hinten losgegangen. Das Schlimmste war für mich auch, meine Schuhe auszusortieren. Ich liebe Schuhe und ich musste mich tatsächlich für welche entscheiden. Katastrophe. Ich hätte alles weggeschmissen. Fast alles, außer Schuhe und Werkzeug, das geht gar nicht. Ja, ja. Hier, das sind auch ganz schöne Stücke eigentlich. Das leuchtet im Dunkeln. Das hätte ich ordentlicher machen können, hätte, habe ich aber noch nicht. Das geht aber auch in ordentlich. Also ich habe auch schon jemanden, die hätte auch gerne so eine. Ja, warum denn auch nicht? Mache ich gerne. Ich kann Geld gebrauchen unterwegs. Spielt keine Rolle, mache ich gerne. Ja, also in erster Linie so halt, da wo ich gerade bin, biete ich halt Gartenarbeiten an. Ne? Es gibt verschiedene Plattformen, MyHammer zum Beispiel, so, wo Anzeigen drin sind, wo Leute suchen für Baumschnitt oder keine Ahnung was. Aber das ist, wird jetzt nicht so ganz so massig sein. Und ich habe jetzt, also dadurch, dass ich die Bilder von dem Wagen hier gepostet habe und auch von dem Ausbau, den ich einige Wochen vorher gemacht habe, also so mal eben 2 Tage Ausbau, zack, zack. Jemanden kennengelernt aus Oldenburg, ich sage, ja komm vorbei, ich helfe dir eben, weil die hatte da nur eine Matratze drin, ne? War schon isoliert und die Verkleidung. Ich sage, ja dann komm her, also wir machen das eben schnell. Habe ich in 2 Tagen mal eben einen Mini-Ausbau da reingepackt. Also wie ihr, ne, beim Bücherregal. Ich dachte, ich könnte ein paar Bücher, das wirkt dann immer sehr intelligent, deshalb habe ich da so ein paar Bücher doziert reingestellt. Nee, manchmal lese ich auch. Ja, hier habe ich so alles an Lebensmittel drin. Lebensmittel und Weingläser habe ich da irgendwo, ach so, da oben drin. Das ist alles ganz schön gequetscht hier. Ach so, hier habe ich noch so ein bisschen für draußen, wenn es mal romantisch werden soll. Naja, irgendwann also mal. Hier sind Gläser drin. Ja, so ein bisschen. Oh, Pudding. Pudding ist ganz wichtig. Da habe ich, glaube ich, massig von. Weil ohne Pudding kann ich nicht leben. Pudding muss sein. Pudding ist ganz wichtig. Also hier spüle ich oder wasche mich. Also das ist halt so Badezimmer, Küche, alles in einem. Das ist ein sehr talentiertes Waschbecken. Ja. Da habe ich mir heute noch mal ganz schnell auf die Schnelle den Wasserhahn fertig gemacht. Das Stück habe ich schon seit 2 Jahren oder so schleppe ich das mit mir rum. Das schwamm im Rhein. Und dann habe ich das mitgenommen, weil das einfach total geil war. Ich wusste aber nie, was ich damit machen soll. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, als ich den Van gemacht habe, boah, das wird mein Wasserhahn. Also habe ich mir einfach einen Meter Kupferrohr geholt. Und das sind so 2 solche Stücke. Die haben innen drin so einen Gummiring drin, dass die halt auch dicht sind. Und ja, dann habe ich mir das einfach zusammengesteckt. Also das Bild hatte ich schon im Kopf, also brauchte ich nur die Teile. Und das war halt das Beste, ne? Und auch die günstigste Variante. Und ich hoffe, dass das dann auch irgendwann mal funktioniert, wenn die Pumpe dran ist. Aber ich denke, es wird funktionieren. Es funktioniert immer alles. Geht nicht gipsig. Ja, vor ein paar Jahren, ja, da war ich, also hieß ich Katrin. Ich bin als Frau geboren. War ein unerträgliches kleines Geschöpf, definitiv so. Also will man eigentlich nichts mehr zu tun haben mit so jemandem. Sehr aggressiv und mit 30 habe ich dann gesagt, ja, Kollege, du musst jetzt was machen.
sieh zu, dass du was änderst, sonst wirst du ganz einsam irgendwo sterben und auch sehr wütend. Und das habe ich dann gemacht. Also bin ich hingegangen, einen Psychologen gesucht, gesagt, so sieht das aus, wir müssen jetzt was tun. Ich möchte das so nicht mehr, das weiß ich jetzt. Und dann haben wir das gemacht. Und das war das Beste, was ich hier gemacht habe. Das hat sich halt nicht richtig angefühlt, so mein Körper. Das war einfach nicht wirklich. Und auch Beziehungen zu führen war immer eine Scheißgeschichte. So. Also du musst sie mir erklären, weil die haben mich ja immer schon irgendwie als Kerl gesehen. Also es war nie so, dass man mich als Frau direkt erkannt hat. Dafür habe ich auch gesorgt. Obwohl ich am Anfang immer der Meinung war, nee, so OPs und unoperieren, ich doch nicht. Und meine Eltern haben halt, die kamen da schon mal, da war ich noch jünger. Und ich habe das abgelehnt halt einfach, weil ich war noch nicht bereit dazu. Ich denke, du musst da selber bereit für sein. Nicht die anderen, sondern du selber so. Sonst funktioniert das nicht. Sonst hätte das vielleicht auch nach hinten losgehen können, das weiß man nicht. Ja, und jetzt, wo das geändert ist, ist es für mich einfacher, es ist für meine Gegenüber einfacher. Es ist nicht so, dass ich keine Freundin hatte oder sowas. Ganz im Gegenteil. Hat immer gut funktioniert. Aber nicht so, wie es sein sollte. Also, nee. Das muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber es war halt nicht so geil. Absolut nicht. Ja, also, jetzt ist es besser. Hast du schon eine komplette Geschlechtsumwandlung? Oder? Das fehlt noch ein kleines Stück. Aber Corona hat mir jetzt auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. So, das Jahr davor bin ich krank gewesen. Da ging das halt auch nicht, weil das eine recht große OP ist. Der Rest auf jeden Fall. Aber mir geht es einfach jetzt schon besser. So. Ich kann damit leben. Ne? Ich weiß mir zu helfen, was den Rest angeht. Also läuft. Das ist die Formel für Kaffee. Ja. Da ist eine Kaffeekasse drauf, die sieht man aber nicht. Hätte ich mal vielleicht ein bisschen dunkler machen sollen. Meine Dusche. Meine Dusche ist ein 40-Liter-Sack. Da kommt, da ist so ein tolles, der Duschkopf ist natürlich echt ein bisschen, als wenn ich im Spielzeugladen bin. Der ist ein bisschen komisch, ne? Aber es kommt Wasser raus und dann kannst du, tada, die ist auch noch ganz neu. Einmal probiert. Und da kannst du dann halt Wasser reinmachen, dann legst du die aufs Autodach oben und so nach 3 Stunden oder so hat die so knapp 40 Grad. Also das ist perfekt. Ich bin ja so ein Warmduscher, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und kaltes Wasser geht gar nicht. Dann besser gar nicht. Ja, aber das ist super. Und die hänge ich mir dann hinten, habe ich so eine, halt die Stange. Und die hänge ich mir dann da ein, wenn ich endlich mal die Halterung da dran gemacht habe. Ansonsten an den Baum dran. Und dann dusche ich da hinten. Und wem es nicht schmeckt, der kann weggucken. So ist der Plan. Also was ich total asozial finde, ist, sich da ständig in irgendwelche Büsche zu setzen, dann alles liegen zu lassen. Und da rennt Hund und Katze und Kind alles rein. Das geht gar nicht. Von daher, für den Notfall habe ich dann einmal, dann kommt eine Tüte rein, ein bisschen Katzenstreu oder Sägemehl oder sowas. Und dann läuft das. Ja, Heimscheißer. Ich denke mir einfach, setz dich hin, überleg, was kannst du, was meinst du, womit man Geld verdienen könnte. Das kannst du ja mit allem Möglichen machen. Es gibt Menschen, die machen Schmuck. Es gibt ganz einfache Sachen. Ja, diese ganzen Internet-Menschen, davon habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Ich bin froh, dass ich weiß, wie mein Handy angeht. Ich glaube, man kann mit so einigen Berufen unterwegs arbeiten. So, das liegt einfach an dir. Du musst einfach dich darum kümmern, Aufträge zu kriegen. Es gibt einen, der hat was gepostet, der ist Ingenieur. Der wird das gerne machen, so, aber er weiß nicht, wie er es machen soll. Ja, Kollege, dann setz dich hin, guck einfach, wo werden Leute wie du gebraucht und dann fährst du dahin. Du bietest den Leuten das an, ganz einfach. Sag einfach, du bist der Bessere und die müssen sich keinen nehmen, der schon vor Ort ist. Das liegt ganz allein an dir. Ich finde meine Jobs ja auch einfach so. Oder sie finden mich.